Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver in der Random Nuzlocke Variante. Und, oh, du bist kein Kinder? Hallo? Wow, du bist über den Eispfad gekommen. Dann musst du extrem talentierter Trainer sein. Heute muss ich euch leider ein wenig enttäuschen. Heute gibt es keine lange Folge, heute gibt es nur eine recht kurze Folge, weil ich gleich noch weg muss. Und wir unterhalten uns hier erstmal ganz kurz. Na, wen haben wir denn da? Guten Tag. Ich bin der Kamerakauz Wigbert. Was für ein Name. Du bist jung und fotogen. Wie wär's mit einem Nein, oder? Doch, doch, machen wir. Machen wir, ne? Ja, für unsere Pokémon kann man das gerne mal machen. Von daher, was ist das? Achso. So haben wir es doch gern. Dann mach dich mal bereit fürs Vögelchen. Gerne. Wen bringst du denn mit? So. Ach du Scheiße. Als wenn da irgendjemand bei diesem Brei irgendwas erkennen konnte, ganz ehrlich. Also ich auf jeden Fall nicht. Du kannst dir den Schnappschuss auf jedem Computer ansehen. Ja, cool. So, wir gehen ins Pokémon Center und dann... Sofern ich jetzt in der Arena statt. Müssten wir eigentlich, ne? Ich schaue uns hier gleich mal in der Stadt um, dann weiß ich Bescheid. Und heute werden wir hoffentlich so langsam den ersten Schritt in die Arena wagen. Aber ich glaube, da war irgendwas bei der Drachenarena, ne? Ich glaube, da irgendwie so eine Prüfung oder so. Ich glaube, irgendwas mussten wir da machen. Ja, doch. Langsam kommt es mir hoch. Surfer und dann Prüfung, glaube ich, oder? Sandra, unsere Arena-Leiterin, erwartet dich bereits. Aber ein mittelmäßiger Trainer könnte sie niemals besiegen. Okay, wir gehen also rein, okay. Sonja. Dankeschön. Ich brauche dich. Ganz, ganz dringend. Hey du zukünftiger Champ, hier in der Arena ist es gefährlich, man hat nie festen Boden unter den Füßen, du packst dein Pokémon lieber weg. Gut, nun ans Eingemachte. Sandra setzt im Kampf die mythischen und ehrwürdigen Drachen-Pokémon ein. Mit Kuschelattacken kommst du bei diesem Typ nicht weit. Das stimmt nicht ganz. Eine Feenattacke ist eine Kuschelattacke. Also du verdammter Kacknoob. Sag mir nicht, was ich hier zu tun habe, wenn du nicht weißt, dass Feenattacken gut gegen Drachen sind. Erzählt er mir was von wegen Kuschelattacken sind nicht gut gegen Drachen. Man hört allerdings, sie seien anfällig gegen Eisattacken. Ja, 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 komm. Geh nach Hause, ey. Du hast so keine Ahnung. Ah, so funktioniert das. Ah, das gibt Sinn. Gut. Wir kümmern uns heute wohl um die Vortrainer und das Spannende werden wir dann wohl erst morgen machen. Ich weiß, das ist schon irgendwo ein bisschen kacke und gemein. Dratini. Wir werden heute die Stärke vor... ...35. Oh Gott. Moment. Das muss gleich mal gecheckt werden. Solange er Agilität braucht, ist mir das egal. Ich muss sie töten, ich brauche die Erfahrung. Für Sonja. Aber ich habe so das Gefühl... Arena... Soul Silver. Ich habe so das Gefühl, dass die Arena-Leiterin Pokémon von Level 40 haben wird. Wo wir definitiv mit den Pokémon auf dem Level nicht rankommen werden. Im Leben nicht. Sandra. Dragonier 38. Jetzt kommt's. Dragonier 38. Garados und Seedraking 41. Ja. Warum nicht? Ist das Seedraking einfach mal 10 Level über mir?
Kann man machen. Ich glaube, ich werde bis 35 trainieren. Ich glaube, ich sollte das wirklich tun, oder? Was sagt ihr, Freunde? Gebt mir ein Level vor und ich werde es tun. Welches Level benötige ich für ein für drei Pokémon Level 38 von einem Arenaleiter und einen Pokémon Level 41? Ich bin gespannt. Na komm, Sonja, Level 30. Ja. Wir haben sowieso noch die Top 4 vor uns. Oh, Seemon, das ist ein gutes Training. Wir haben sowieso noch die Top 4 vor uns, die wahrscheinlich sehr, sehr stark sein werden. Da müssen wir ohnehin trainieren. Und wir haben nur Wasser-Pokémon. Alter. Wir haben nur Wasser-Pokémon am Start. Das ist... Okay. Was mache ich gegen einen Typ Drache-Wasser? Was machen wir dagegen? Wir sind so am Arsch, Alter. Vor allem Nidoking hat auch einfach mal die Schwäche Wasser. Wir sind so am Arsch. Wir werden dieses Cedraking im Leben nicht bekommen. Abgangsbund. Gute Idee, Zero. Abgangsbund. Kann man machen. Ich hoffe, das funktioniert alles. Wenn wir die ersten beiden mit zwei Attacken jeweils von, was war das, Blizzard, was war, ich habe keine Ahnung, was wir da haben, platt machen können, ne? Ich glaube, das war doof. Dann können wir beim letzten Pokémon tatsächlich einfach Abgangsbund einsetzen. Holy shit, dafür, dass du ein Wassertyp bist, hast du aber ganz schön Schaden durch die Erdattacke bekommen, Alter, Schwede. Aber The Elon auch. Wo hast du das Leben da verloren? Okay. Man kann auch einfach mal Schweine haben. Dieses Seemon Level 35 macht mich schon fertig, Leute. Es macht mich schon fertig. Das Gute ist ja, ich habe ja ganz viele Wasser-Pokémon. Nur mit Wasser-Pokémon gegen Wasser-Pokémon zu kämpfen ist vielleicht nicht das Schlauste. Vor allem, dass sie ein paar Level über mir sind. Und ich dadurch kaum Damage an ihm mache. Komm, gehen wir weiter, YOLO. Habt er das wirklich gesagt? Allein schon habt ihr das wirklich gesagt? Nein, hat er das wirklich gesagt? YOLO? Drachen sind ehrwürdige Pokémon. Sie sind voller Lebensenergie. Wenn du es nicht ernst meinst, dann wirst du sie nicht besiegen können. Ich mein's nie ernst. Ist doch alles nur Spaß. It's a prank, Alter. Ah, natürlich Dratini. Ich meine, wie viele Drachen-Pokémon gab es zu der Generation? Kaum welche. Kaum bis gar keine. Aber ich find's gut, dass ich mit Level 30 immer noch anfangen darf, vor 35. Aber Sepa ist allgemein schon ein schnelles Pokémon. Cedraking umso schneller. Also. Könnte schwer werden, da irgendwie Abgangsmund zu machen und nicht gleich abzukacken. Aber wenn Sonja es wirklich schafft, jeden. Ach, Garados! Wasserflug, ne? Ich muss Donner einsetzen. Das könnte aber mein Cedraking, nicht mein Cedraking, sondern mein Nidoking töten. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt handhaben soll mit dem Arenaleiter. Ich muss drei Runden überleben. Also insgesamt theoretisch 6. Mit Cedraking 3 Runden und nicht Dragoran, sondern. Wie heißt der normale Vogel?
Jetzt habe ich den Namen vergessen. Oh Mann. Ist auch egal. Muss auf jeden Fall sehr lange überleben. Das ist nicht so gut. Das war kacke. Oder? Was mache ich da? Achso. Nein, das wollte ich nicht. Oh, Leute. Das ist so verwirrend. Nein! Auf mich zu quälen, Spiel. Okay. Nein! Oh. Okay. Ich versuche das zu ignorieren. Ach komm, das ist nicht dein Ernst, oder? Ah! Wie viele Trainer hier auch sind? Entschuldige mich mal eine Sekunde. Ich hab mich gestoßen. Autsch. Das tat weh. Ah. Ja. Das war mein Handy. Mein Handy hat gesagt, Termin, aufstehen, aufstehen. Ja. Es gibt Pokémon, die noch stärker sind und die sind mein Spezialgebiet. Zeig dir mal, was mein Spezialgebiet ist. Dich fertig zu machen, Digga. Oh, super. Wir müssen uns die Attacken angucken. Und wenn er wirklich keine Wasserattacken beherrscht, der Zetra King, beziehungsweise der, wie heißt der andere Vogel hat, dann könnten wir tatsächlich ihn einsetzen mit einer Donnerattacke, ne? Ist nur schwer zu sagen. Dobafil kann ich auch einfach nicht nehmen, oder? Ich glaube, der Dobafil wird auch sowas von die Fresse poliert bekommen. Aber komm. YOLO, ne? Heute machen wir wieder YOLO. Ich meine, mein Elon, dem geht's nicht mehr so gut. Windhose. Drache. Ist Drache gut gegen Vogel? Ach, Quatsch. So. Furienschlag. Könnte besser sein, aber wenn ich 5-mal treffe, dann hast du ein Problem, Kleiner. Gut, man muss natürlich realisieren, es ist ein billiges Sepa. Es ist ein billiges Sepa. Hydropumpe. Es ist ein billiges Sepa mit Hydropumpe. Das Viech beherrscht einfach mal Hydropumpe, Alter. Wo nimmst du die Kraft her, bitte? Oh mein Gott. Ja, und dann stirb halt einfach nicht. Alter. Du willst mich doch quälen, oder? Machst du mich jetzt noch fertig, oder was? Geht's noch? Oh Gott. Er ist immer noch nicht fertig, Freunde. Aber ich muss los. Wie das Ganze ausgeht, ob wir das überleben werden, das erfahren wir wohl erst in der morgigen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss. Die 5 Sekunden warte ich noch. Ich muss 15 Minuten vollkriegen.